Ich möchte was erzählen über History-Informationen in der OpenStreetMap-Datenbank. Und zwar möchte ich zuerst mal die Begriffe ein bisschen klären, weil auch in der Diskussion, die wir gestern und vorgestern Abend teilweise hatten, fällt halt auf, dass das teilweise nicht ganz klar ist, was ist denn History, Vergangenheit? Naja, gibt es halt mindestens zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und naja, der Knackpunkt dabei ist, dass was wir bei OpenStreetMap machen, sind eigentlich, wir speichern Revisionen von den Datensätzen. Also wenn ich eine Node verändere, gibt es eine Revision. Und das ist eben was ganz kategorisch anderes als historische Informationen. Also beispielsweise, wie verlief die alte Stadtmauer? Und wenn man über das eine diskutiert, dann erwischt man sich manchmal nach 5 Minuten oder so, dass man eigentlich plötzlich über das andere diskutiert. Aber eigentlich hat das wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun. Und man kann auch aus dem einen nicht das andere erstellen. Das heißt, nur weil wir eine Historie haben, kann man halt nicht ableiten, also damit kann man nicht modellieren, wie sah die Stadt aus 1970. So, das geht halt nicht. Manche wollen es, aber es ist, also praktisch geht es nicht. Für die, die wissen wollen, warum, wir können gerne hinterher nochmal drüber diskutieren. Also was wir machen wollen, ist, wir möchten die Historie von OpenStreetMap analysieren. Also wie sah das Dorf aus, als ich angefangen habe zu mappen. Das ist so das, worum es geht. Nicht um die Stadtmauer, den machen wir ein andermal. So, was kann ich benutzen, um diese Informationen zu kriegen? Wo kriegt man sowas her? Naja, wenn ich Daten aus OpenStreetMap haben will, ist das Erste, ich benutze die API. So, die API bietet mir auch die Möglichkeit, historische Informationen anzugucken. Ich kann sagen, zeig mir mal, wie der Weg in der Vergangenheit aussah. Dann kriege ich alle Versionen des Weges zurück. Die API bietet mir aber leider wenig Möglichkeiten, ein umfassendes Bild zu kriegen. Wenn ich diese Frage stelle, wie sah der Weg in der Vergangenheit aus, dann weiß ich nicht, wo waren die Nodes zu dem Zeitpunkt. Und ohne die Nodes weiß ich nicht, wie sah der Weg tatsächlich aus auf der Karte. Zweite Möglichkeit, wenn die API nicht ausreicht, nimmt man eigentlich immer Planet Dumps oder halt Extrakte. Das Blöde ist, in den Planet Dumps und in den Extrakten sind keine historischen Informationen drin. Das ist immer nur der Ist-Stand. Wenn ich was lösche, dann verschwindet es aus dem Dump. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Wo kann ich mir noch Daten herholen? Das Dritte sind die Daily Diffs. Es gibt auch noch diese Minutely Diffs und die sind eigentlich noch viel besser, weil dort ist nämlich tatsächlich die gesamte Historie hinterlegt. Jede Änderung, die ich mache, taucht in so einem Minutely Diff auf. Die gehen leider aber nicht bis zum Anfang von OpenStreetMap zurück. Die fangen erst irgendwie vor 1,5, 2 Jahren an. Also was bleibt? Wunderbarerweise gibt es einen Full History Dump. Dieser History Dump enthält alles. Seit dem Beginn von der ersten Version, von der ersten Node bis zum letztigen Zeitpunkt, wo er erstellt wurde, zeigt er uns alle Versionen von allen Komponenten in OpenStreetMap. Und wir können den benutzen, um darauf unsere Analysen zu stützen. Das Ding ist ziemlich groß. Es gibt auch nicht so häufig ein Update, also es gibt jetzt irgendwie 2 Versionen davon, aber damit kann man schon mal arbeiten, um die Historie ein bisschen zu verarbeiten. Aber welche Fragen stellen sich denn eigentlich? Ich meine, OpenStreetMap funktioniert auch ohne Historie ganz gut oder ohne sie auszuwerten. So, die eigentliche Frage, die häufigste Frage ist, wer hat eigentlich zuletzt diesen Weg bearbeitet und ist für, naja, okay. Diese Frage beantwortet die API schon ganz gut. Man kann auf den Weg klicken, sich die Historie angucken, sieht, wer hat es zuletzt kaputt gemacht. Also das ist kein Problem. Eine andere Frage, die man sich gerne stellt, ist, wie sah denn dieser Weg oder diese Relation, wie sah die denn vorgestern aus? Warum sieht die jetzt so komisch aus? Seit wann ist sie verändert? Das ist schon eine Frage, die man mit der API nicht mehr beantworten kann. Man kann sich zwar angucken, wie sah der Weg aus zum Zeitpunkt X, weil man hat ja die Historie des Wegs, aber man kriegt halt nicht die genaue Geometrie, die er hat, weil man die Nodes nicht kriegt zu dem Zeitpunkt. Warum das so ist, das erzähle ich weiter hinten hoffentlich noch. Eine andere Frage, die sich häufig stellt, ist, wie kann ich das jetzt wieder rückgängig machen? Auch das ist eine Frage, die im Moment nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt Tools dafür, aber so einfach sind die nicht. Und noch eine Frage, die sich manchmal stellt, ist, was ist bei ChangeSet passiert? Also da ist ein ChangeSet, das sieht komisch aus, das hat meinen Bereich berührt, aber eigentlich sieht es noch fast genauso aus wie vorher. Was hat der Typ denn eigentlich gemacht? Hat er jetzt alle Knoten um ein paar Millimeter verschoben oder irgendwie Text dran? Was hat er gemacht? Das ChangeSet ist vielleicht so groß, dass ich es nicht mehr selber angucken kann. Also brauche ich irgendwie Analysemethoden dafür. Gut, wir haben ja schon festgestellt, OpenStreetMap zeichnet alle Informationen auf. In welchem Schema tut es das? Nodes, Rays und Relationen sind eigenständige Objekte. So, das ist im ersten Moment offensichtlich, aber das Problem dabei ist, jeder hat auch seine eigene Historie. Also es gibt keine gemeinsame Historie von irgendwie Objekten, weil es sind ja alles eigenständige Entitäten. Praktisch schaut es so aus. Wir haben links einen Weg, das ist so Version 1, dann verschiebe ich den mittleren Knoten, dann sieht es so aus wie rechts. In der Datenbank schaut das vorher so aus. Man sieht hier 3 Nodes, und ein Ray, alle in Version 1 und halt gerade frisch angelegt. Und der Ray referenziert auf die Nodes. Das ist die linke Situation, die wir hier haben.
So, jetzt verschiebe ich diesen Node und dann schaut es so aus. Ich habe ja nur einen Node verschoben, also gibt es auch nur eine neue Version für den Node. Eigentlich logisch. Schaue ich mir aber das Bild an, dann sehe ich, der Weg hat sich aber auch verändert. Der Weg sieht jetzt anders aus als vorher. Trotzdem gibt es in dem Schema keinen neuen Eintrag für den Weg, weil das ist ja eine eigenständige Entität. Das heißt, Änderungen an der Geometrie von Objekten, sagen wir mal in der Geometrie von einem Ray, manifestieren sich gar nicht in dem Ray, sondern in seinen Nodes. Dahingegen Änderungen an den Eigenschaften des Rays, wenn ich da aus einer Autobahn eine Landstraße mache, die sehe ich am Ray. Das heißt, um diese Frage, wie sah dann und dann aus, zu beantworten, muss ich beides angucken. Das ist also nicht so einfach. Was bietet das oder was bringt uns das für Probleme? Eins der Probleme, eines der großen Probleme, die ich darin sehe, ist, dass wir eigentlich dieses Wikipedia-Prinzip haben wollen. So, man macht was, wenn es doof ist, machen wir es rückgängig, wenn es dann doch gut ist, machen wir es wieder hin. Und wenn man sich nicht einigen kann, machen wir das halt ein paar Mal hin und her, bis einer mal keinen Bock mehr hat. Aber das Problem ist, das geht bei OpenStreetMap nicht. Wir tun immer so, als könnten wir das. Aber wenn wir jetzt wirklich einer hingeht und macht mal richtig Mist und schiebt alle möglichen Sachen ganz wild durch die Gegend und jemand anderes merkt das und möchte es rückgängig machen, dann kann das in den meisten Fällen nicht. Das heißt, wir tun die ganze Zeit so, als hätten wir Historie und hätten die Möglichkeit, irgendwie Sachen schnell zurückzunehmen, aber es geht eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur, wir tun uns da eine Lüge an. Aber warum ist das so? Ich meine, bei Wikipedia geht es ja auch, da klicke ich auf rückgängig machen, dann ist es rückgängig gemacht. Und wenn es dann doch wieder hin soll, klickt man halt nochmal drauf und dann ist wieder da. Das Problem ist, bei OpenStreetMap haben wir extrem große Datenmengen. Also dieser History-Dump, über den ich vorhin geredet habe, so ein Planet ist, glaube ich, gerade bei 11 GB oder sowas komprimiert. Der History-Dump ist 3- oder 4-mal so groß, komprimiert. Unkomprimiert ist er nochmal extrem viel größer. Also um das zu verarbeiten, brauche ich einen sehr großen Rechner und oder viel Zeit. Und beides haben wir eigentlich bei OSM sowieso viel zu wenig. Wenn ich in die Vergangenheit gucke und mir diese Diffs angucke, dann habe ich teilweise wirklich unterschiedliche Formate. Wir hatten ja API-Umstellungen. Wir hatten die API 03, die API 04 und jetzt haben wir schon API 05? Nee, noch nicht, ne? Aber wir haben schon 6. Ja, so weit sind wir schon. Und das heißt, ich muss diese ganzen Formate eigentlich mit analysieren können, wenn ich mir wirklich die Veränderungen angucken will. Der History Dump nimmt einem diese Last ein Stück weit weg, aber so ganz verschwunden ist es nicht. Es gibt da noch sowas wie anonyme Edits drin, das gab es mal irgendwann, dass man sich nicht einloggen musste. Das heißt, man hat teilweise Daten, die haben keine User-ID dran. Und man fängt halt an, die Daten zu analysieren und plötzlich knallt es auseinander. Warum? Naja, es fehlt halt die User-ID. Wusste man vorher nicht. Und es gibt so gut wie keinen Tool-Support. Eigentlich ist es sogar übertrieben, es gibt keinen Tool-Support. Es gibt kein Tool, mit dem ich so einen History-Dump in eine Datenbank tun kann. Zumindest ist mir keins bekannt. Osmosis kann es ein bisschen, aber zumindest eine Sache kann es nicht, nämlich gelöschte Objekte identifizieren. Das ist ein spezielles Kapitel, mit dem man auch mit den Entwicklern von Osmosis vortrefflich drüber streiten kann, aber praktisch gibt es kein Tool, das ich kenne, mit dem ich so einen History-Dump einfach mal in eine Datenbank tun kann und dann Statistiken machen kann. Es ist einfach nicht da. Das heißt, da fehlt es halt ganz extrem, weil die allermeisten Leute, die so rumeditieren, die brauchen das ja auch gar nicht. Wozu auch? Meine Historie, ist ja eh vorbei. Naja, es gibt ein paar Tools. Na, die Links sind jetzt natürlich blöd zu gucken. Es gibt hier so drei, also es gibt einmal die normale OpenStreetMap-Historie, die kennen wir alle, von dem Ray. Die gibt mir halt nicht so viel Informationen, wie ich es eigentlich gern hätte. Den History Viewer und den History Browser, die funktionieren manchmal sogar ganz gut. Aber halt nicht so verlässlich wie das Tag-Info zum Beispiel, funktionieren halt nicht so gut, wie man es eigentlich gern hätte. Es gibt in JOSM ein Reverter-Plugin, das zumindest diese Frage, wie mache ich wieder rückgängig, teilweise beantwortet. Das habe ich nicht getestet, aber es las sich sehr gut durch. Das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und es gibt so ein experimentelles Osmosis-Plugin, mit dem man zumindest so ein bisschen einen Dump importieren kann. Aber das ist halt alles, es funktioniert halt noch nicht so richtig, ist noch nicht abgehangen. Und man könnte es jetzt nicht einfach mal sagen, wir nehmen das, importieren einen Dump und machen Statistik. Sondern man ist noch im ersten Schritt schon Wochen und Monate mit beschäftigt, überhaupt erstmal so einen Dump einzulesen. Das können wir tun, um diese Situation zu verbessern. Also sie muss verbessert werden, offensichtlich. Weil wir lügen uns die ganze Zeit selber in die Tasche mit, wenn mal einer kommt und macht alles kaputt, dann machen wir das halt rückgängig und ist ja gut, wir haben ja noch alles. Aber praktisch funktioniert es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da müssen wir was tun. Also welche Lösungsansätze haben wir? Das Erste, was wir bräuchten eigentlich, sind Extrakte, weil es sind so große Datenmengen. Da kann man nicht mal so schnell auf dem Notebook was ausprobieren.
das hindert auch viele Leute, damit zu arbeiten. Und die Extrakte, die wir vom Planet haben, die haben das halt für viele Leute überhaupt erst möglich gemacht, mit OpenStreetMap-Daten irgendwas zu tun, mal zu gucken, ich nehme jetzt mal irgendwie Baden-Württemberg, das geht ganz schnell und wenn das klappt, dann nehme ich den Planet und dann dauert es halt länger, aber es funktioniert genauso. Das gibt es bei der Historie, gibt es das nicht. Und so ein Extrakt herzustellen ist auch kein so ein trivialer Task, weil man muss sich ja überlegen, was ist denn, wenn so eine Node mal in meinen Bereich rein und dann wieder rausgehüpft ist? Tue ich dann alle Versionen rein oder nur die, die drin waren oder die Node vielleicht gar nicht? Und was ist mit dem Ray, der irgendwann mal meinen Bereich geschnitten hat, aber jetzt vielleicht nicht mehr? Tue ich dann dessen Nodes rein? Tue ich dann von dem seine Nodes auch alle Versionen rein? Also das ist dieses Problem mit den, schneide ich die Wege am Rand der Bounding Box ab oder lasse ich sie laufen? Nur halt plus Zeitachse. Das macht es halt dann nicht unbedingt einfacher. Aber es wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das Zweite, was wir meiner Meinung nach bräuchten, um das Problem besser zu machen, wäre ein API-Server. Wir brauchen irgendeine Form von historischer API, wo ich sagen kann, hey, gib mir mal die Karte, wie sie 2007 war. Gib mir mal die Änderungen an diesem Changeset, und zwar den vorigen und den nachfolgenden Stand. Weil selbst wenn wir Extrakte haben, brauchen wir immer noch schlaue Leute, die davon einen Dump importieren und die Daten dann auch richtig auswerten können. Die API nimmt diese Last von den Leuten runter. Die machen einen Request, der dauert dann vielleicht 10 Minuten, ist egal, aber sie bekommen eine Antwort. Und die Antwort ist klar und dann steht hinter der API jemand, der freundlich ist und Zeit hat und sich darum kümmert, dass das Ding das tut, was man von ihm erwartet. Das heißt, man kann dadurch die Anwendungsprogrammierer und die Datenhorter so ein bisschen trennen. Das sind nämlich nicht immer dieselben Leute. Um so einen API-Server betreiben zu können, brauchen wir ein Datenbankschema. Wir brauchen ein Datenbankschema, das uns ermöglicht, also ja, wir haben ein Datenbankschema, wir haben das, was die Haupt-API spricht. Da kann ich alle Informationen reintun. Aber ich kriege sie halt nicht so wieder raus, um diese Fragen zu beantworten. Ich kann nicht fragen, wie sah die Karte 2007 aus. Das geht nicht. Das kann dieses Datenbankschema nicht. Wir brauchen also eins, das solche Fragen gut beantworten kann. Und wenn wir so ein Schema haben, brauchen wir einen passenden Importer dazu. Irgendwas, was die Daten da reinbringt. Auch den haben wir ja noch nicht. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Alle, die das nicht interessiert, halten sich die Ohren zu. Ich erzähle, was ich denke, was so ein Datenbankschema können muss. Das Erste, was es unterscheidet von diesen Osmosis-Schemata, die wir beispielsweise haben, ist, wir haben doppelte IDs. Die Node gibt es halt einfach in 5 Versionen, also habe ich 5-mal dieselbe Node mit derselben ID und das können schon die Datenbankschema nicht. Da ist dann schon vorbei. Das heißt, das muss ein neues Datenbankschema können. Wir müssen Versionen zu diesen Ray-Nodes interpolieren. Wenn man sich vielleicht erinnert, ich blätter jetzt nicht zurück, das dauert zu lang, wie diese Ray aufgebaut ist in der Datenbank, dann habe ich da drin stehen Ray Version 1, also Ray ID 1 Version 1, bestehend aus Node 1, 2 und 3. Da steht aber nicht drin, zu welcher Version dieser Node sich das bezieht. Also wenn die Node mal hier war und dann mal da war, und dann kann ich nicht feststellen, welche Version eines Nodes hat denn dieser Weg benutzt, als er erstellt wurde. Das steht so nicht dabei. Um das festzustellen, muss ich tatsächlich gucken, was wurde denn zuerst erstellt. Ich muss den Zeitstempel angucken. Ich muss schauen, welches Objekt wurde zuerst erstellt und wann wurde es verschoben und kam dann nochmal eine Änderung. Also da muss man wirklich ganz viel Verarbeitung machen, um überhaupt mal rauszufinden, welche Version einer Node gehörte denn zu dieser Version eines Rays. Und das zu interpolieren, das ist schon mal nicht so einfach. Das muss so ein Datenbankschema aber hinkriegen, sonst kann ich so Fragen nicht beantworten. Halbe Wegversionen. Naja, wenn man sich erinnert, wenn ich die Node verschiebe, eigentlich hat sich ja die Geometrie des Weges geändert, haben wir ja festgestellt. Aber es gibt keine neue Version des Weges. Also ist immer noch Version 1. Und eigentlich brauche ich jetzt aber Version 1.1 oder 1.01 oder irgendwas. Eine halbe Version hinten dran, weil die Geometrie hat sich ja geändert. Das heißt, man muss solche halben Wegversionen interpolieren, um hinterher sagen zu können, gib mir mal alle Arten, wie dieser Weg aussah. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt, damit ich auch hinterher dann fragen kann, wie sah denn der Weg 2007 aus? Das heißt aber, dass wir danach nicht nur alle Rays in allen Versionen haben, sondern wir haben alle Rays in allen Versionen plus 10, 15 halbe Versionen nochmal dazwischen. Es wird noch viel mehr Daten. Umso wichtiger sind Extrakte. Und nur wenn ich diese Informationen habe, also die beiden, 2 und 3, dann kann ich Geometrien für die einzelnen Versionen des Wegs ermitteln. Dann kann ich sagen, wie sah der Weg in Version 1 denn aus, wie sah er in Version 2 aus, wie sah er in Version 3 aus? Und wie sah er 2007 aus? Und um so eine Frage wie, wie sah er 2007 aus, zu beantworten, brauche ich auch noch von bis Zeitstempel an allen Objekten. Also die haben ja eine Gültigkeitsperiode. Hier sind sie erstellt worden, da sind sie wieder gelöscht worden. Auch die muss ich berechnen, auch die muss ich speichern. Und das braucht halt natürlich noch mehr Platz.
Wir haben kein solches Schema, man müsste es erarbeiten, man müsste einen Importer dafür erarbeiten, man müsste eine API dafür erarbeiten. Es ist unglaublich viel an dieser Stelle noch zu holen, weil es gibt wirklich nichts. Und wenn jemand Fragen dazu hat, wie man sowas machen kann, oder wie der Stand ist, oder was man da beachten müsste, welche Sprache geeignet wäre, dann können wir das jetzt klären. Gerne auch später, also ich bin auch noch mal draußen. Oder ihr schreibt eine Mail, oder wir gehen über die Dev-Liste. Am besten jetzt. Ja, Peter, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Haben wir Fragen dazu? Eine Frage, wieso soll das mit den doppelten IDs? Hört man mich? Wieso soll das mit den doppelten IDs ein Problem sein? Ich habe ein ID von dem Node und eine Version. Genau. Also, und habe da einen kombinierten Schlüssel draus. Das ist kein technisches Problem. Nur dieses Datenbankschema, zum Beispiel PG Snapshot oder PG Simple, wie das Osmosis hat, das hat halt einen Primary Key of ID. Ja, okay, ich muss natürlich ein eigenes Datenbankschema. Wir müssen ein eigenes Datenbankschema importieren und einen eigenen Importer. Und dann geht das ist wunderbar. Nur die jetzigen bestehenden Tools können es nicht. Ja, okay, dass ich nicht sage, ich nehme jetzt die bestehende Datenbank, das war klar. Ich hätte auch noch mal eine andere History-Frage. Du sagst ja, wie hat dieser Weg wie sah er in 2007 aus? Ich habe manchmal so Fragen, zum Beispiel, gab es diese Autobahn auch schon vor 10 Jahren? Mhm. Nicht, ob sie jetzt primär in OpenStreetMap abgebildet war oder nicht, sondern ob es sie in der Realität überhaupt schon gegeben hat. Gibt es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, so etwas aus OpenStreetMap-Informationen abzuleiten? Das ist genau das, was ich bei der Begriffsklärung zu klären versuchte. Das geht nicht, weil man kann nicht feststellen, hat der Typ die halt erst 2007 eingetragen oder ist sie da erst gebaut worden. Man kann das nicht unterscheiden. Und deswegen ist die Historie, die OpenStreetMap hat, nicht geeignet, um Fragen über die reale Vergangenheit zu beantworten. Das geht nicht. Also das muss man auch fundamental trennen, das funktioniert nicht. Man kann fragen, wie gab es die schon in OSM zu dem Zeitpunkt? Aber das kann was mit der Realität tun, es muss aber nicht. Ja, und in den allermeisten Fällen hat es das halt auch nicht. Deswegen lassen sich so Fragen mit OpenStreetMap nicht beantworten. Er sagte, dass wenn jemand an die Autobahn Startdate gleich dran gehängt hat, dann kann man überlegen, ob das richtig ist, aber auch da ist dann halt die Frage, wurde sie da gebaut oder wurde sie da eröffnet oder wurde sie vielleicht wieder eröffnet oder wurde sie umgebaut? Das heißt, Autobahn, genau. Autobahnen stehen in Wikipedia und da stehen diese Informationen drin. Aber die Frage war ja, kann ich die mit OSM beantworten, diese Frage? Und ich glaube nicht. Zur geschichtlichen Historie. Nachbarort von mir, der wird derzeit für den Braunkohletagebau geschleift. Und das Wiederfinden von gelöschten Objekten ist ja nicht ganz so einfach wie das von geänderten Objekten. Eigentlich müsste ich schon die ersten 2 Straßen, die jetzt untergepflügt sind, dort rauslöschen. Wie sichert man das? Also ich würde das jetzt einfach einen OSM-File machen, den irgendwo auf der Wiki-Seite von der Kommune verlinken und dann hoffen, dass wenn wir dann irgendwo die API-Version 1.4 haben und sich jemand dafür interessiert, dass er mit den alten Dateien dann immer noch was anfangen kann. Gibt es da andere Möglichkeiten? Oder? Ja, also einfach mutig sein und das Ding löschen. Weil, also ich möchte es ja, die Information, denke ich, wo war das früher? Welche Straßen gab es da? Wo sind die verlaufen? Das ist ja schon eine Sache, wo ich denke, das kann in 5 oder 10 Jahren durchaus jemanden interessieren. Das ist richtig. Und diese Information bleibt ja auch da. Also das ist vielleicht kam das nicht ganz raus, aber wir heben alles auf. Es ist alles da. Nur um es zu verwerten, müssen wir es nochmal ein bisschen aufpusten, damit wir damit was anfangen können. Also wenn Sie jetzt hingehen und dieses Objekt löschen, dann ist es zwar aus der aktuellen Rendering überall weg, aber es ist auf jeden Fall noch in der Datenbank und in diesem History Extract ist es auch drin. Und man kann aus diesen gespeicherten Daten dann mit der entsprechenden Technik
Die es noch nicht gibt? Wieder, die es noch nicht gibt, aber die ist nicht jetzt irgendwie so Rocket Science, sondern da muss ich jemand hinhocken, muss das Ding programmieren und dann geht es. Also es ist alles da, was man braucht. Und daraus können wir quasi ableiten, wie sah das Objekt 2007 aus, wie sah es 2010, wie sah es auch 2011 im Januar aus und kann daraus dann auch wieder mal eine Karte machen, wenn er das möchte. Also die Informationen sind alle da. Sie verschwinden nicht, nur sie sind im Moment in einem Format, dass wir sie noch nicht richtig nutzen können und das müssen wir halt herstellen. Aber das ist jetzt kein Problem, wenn Sie sagen, in 10 Jahren interessiert das jemand, ich bin mir sicher, in 10 Jahren hat das jemand gebaut. Also okay. Das schaffen wir schon. Hi, du hast ja sehr viel gesagt, was man machen muss. Das war sicherlich irgendwo richtig, aber ungeordnet. Womit würdest du anfangen, jetzt, heute? Ich würde tatsächlich diesem Plan folgen. So, wir brauchen ein Datenbankschema. Also ich habe es jetzt eins skizziert, das ist vielleicht nicht das Beste. Ich bin auch kein Datenbankexperte. So, aber damit könnte man anfangen und dann halt einen Importer dafür schreiben. Einfach erstmal die Dinger in eine Datenbank heben. Das wäre jetzt, also ich bin Programmierer, das wäre jetzt mein Weg, das zu tun. So, es gibt bestimmt Leute, die sind anderer Ansicht und die machen das auch anders, sollen die es anders machen. Aber wenn ich das erstmal in der Datenbank habe, dann kann ich dann so fragen, wann und wie sah dieser Bereich 2007 aus? Das dauert dann vielleicht lange, weil das Datenbankschema nicht optimal ist, aber ich kann diese Frage überhaupt erstmal beantworten. Und das wäre für mich der erste Schritt, das zu tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass es andere Ansätze gibt, dass man vielleicht hingehen sagt, wir machen das gar nicht in eine Datenbank, das wird viel zu groß, sondern wir verarbeiten diesen History-Extrakt und machen halt quasi für immer für den ersten des Monats einen Dump, so ein Planet-Dump zum ersten jeden Monats und arbeiten mit sowas, das wäre auch eine Strategie. Aber ich glaube, dass man erstmal diese Daten ein bisschen aufpumpen muss, um damit was machen zu können. Das wäre meiner Meinung nach der erste Schritt. Danke. Ich habe mal noch eine Frage. Was hältst du davon, einzelnen Text zum Beispiel eine Versionsnummer zu verpassen? Also man hat ja irgendwie das Problem, okay, wenn jetzt ein OSM-Objekt irgendwie eine Versionsnummer weiter ist, kann ich nicht eigentlich genau sagen, was sich da geändert hat, ohne jetzt einen Diff zu sehen. Ja, wäre das vielleicht cooler, wenn man da irgendwie bei jedem Tag einzeln sehen könnte, okay, also dieser Tag hier, der Name-Tag, der hat sich hier schon 3-mal geändert, während was weiß ich, der Highway-Tag konstant geblieben ist oder sowas. Also das ist was man ja aus den bestehenden Daten ableiten kann. Also indem man eben Diffs macht. Und ich glaube, dass es falsch wäre, jetzt zu sagen, okay, wir müssen das jetzt alles ganz anders. Also du hast recht, das wäre vielleicht ein cooler Ansatz. Und den hätte man vielleicht von Anfang an, wenn man den so gemacht hätte, hätten wir jetzt ein paar Probleme nicht. Aber jetzt zu sagen, wir bauen das irgendwie um, weil dann ist es cooler, hilft uns halt nicht. Wir haben jetzt einen Stand und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Und das ist was man aus dem jetzigen Stand ableiten könnte. Und vielleicht wäre das ein Weg, das zu tun, einfach mal das zu machen, wirklich an jeden Tag eine Version dran zu hängen, daraus ein XML-Feld zu machen und gucken, was machen wir damit, was können wir damit tun. Ich kann es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was das einfacher oder schneller machen würde, aber da gibt es bestimmt Dinge, die dann besser gingen, ja. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz, an den an die einzelnen Tags Versionen zu machen, weil wir dann genau das Problem kriegen, was du gerade beschrieben hast mit den Nodes und den Ways. Ein Objekt in der Datenbank besteht eben aus allen Tags zusammen und nicht nur den einzelnen, zusammen mit den Informationen möglicherweise in anderen Objekten. Bei Relationen wird es ja noch alles viel schwieriger, die Versionierung zu machen. Und wenn beispielsweise, also wenn sich ein Tag ändert, wenn sich ein Name-Tag ändert, es mag ein leichter Fall sein, aber wenn eine, sagen wir mal, eine Straße mit einem Einbahnstraßentag und dieses Einbahnstraßentag bleibt, aber der Highway-Tag verschwindet und es ist jetzt plötzlich eine Eisenbahn draus geworden, dann kann man den Einbahnstraßentag nicht deswegen irgendwie einzeln anerkennen als was für sich steht. Also eigentlich muss man die Versionierung, wenn man sozusagen in den Objekten denkt, in denen der User denkt, müssten die Versionierungen nicht an den Grundobjekten sein. Bei einer Relation zum Beispiel müsste man die Relation plus alles, was in der Relation drin ist, in diese Versionierung mit einbeziehen. Da bist du ja gar nicht drauf eingegangen, weil das nochmal viel schwieriger wird. Ja, das also ich glaube, da sind noch eine ganze Menge Probleme, die danach folgen drin. Das sollte man nicht komplizierter machen, indem man noch weiter versucht, es aufzubrechen. Ich denke auch, dass man es in der anderen Richtung machen muss. Also, dass man quasi an dem Weg die Version zählt und die dann runter auf die Nodes und auf die Tags quasi runterrechnet. Dann habe ich dann halt Tag Version 1,57, meinetwegen. Ja?
anstatt das quasi von den kleinen Objekten hochzumachen, wie wir es jetzt mit den Way Nodes machen müssen. Dann müssen wir von den Nodes auf die Ways gehen und dann eine neue halbe Wegversion erzeugen. Eigentlich möchte man es andersrum machen. Man möchte sagen, okay, wir haben einen neuen Weg, dann haben wir auch eine neue Version an den Nodes und dann haben wir auch eine neue Version an den Tags. Eigentlich möchte man es von oben, von den großen Objekten runtergehen. Wir haben jetzt leider so einen halben Ansatz, wo wir mittendrin irgendwie die Versionen zählen. Und diese Sache mit den Versionen an den Tags, das ist durchaus was ich mir vorstellen kann, dass es in der Auswertung besser macht, aber ich würde es nicht in die Datenhaltung reintun. Also lieber dann in so einem Vorverarbeitungsschritt die Versionen ausrechnen. Also du hast die Probleme genannt mit Machen von Extrakten. Wenn ich nur sage, gib mir alles, was je in dieser Box wäre, ist das dann noch immer ein Problem oder wird es dann einfacher? Also die Leute von der Geofabrik kennen das Problem mit den abgeschnittenen Wegen. So, ich habe einen Weg, der kreuzt meine Box. Der ist sehr lang. Nehme ich jetzt nur den Teil in der Box oder nehme ich auch das, was rechts und links dran war? Wenn ich das, was rechts und links dran war, auch nehme, dann muss ich auch die Nodes, die da drin verwendet wurden, weiter behalten. Jetzt habe ich das Problem, ich habe einen Weg, der war mal außerhalb der Box, dann war er drin, dann war er wieder draußen. Nehme ich jetzt den gesamten Weg mit allen Versionen plus alle Nodes, die darin mal waren, dann habe ich halt, ich will eigentlich nur einen kleinen Extrakt von ein paar Wegen haben und habe aber plötzlich etwas, das so groß ist wie das ganze Bundesgebiet, weil die Autobahn überall durchging. Und das wird nicht besser dadurch, dass ich quasi sage, ich nehme nur die Versionen, die mal drin waren, weil ich dann habe ich halt Sprünge in der Versionierung. Dann habe ich halt Version 1 und 3, aber die 2 fehlt mir. Und dann kann ich nicht mehr ausrechnen, was war denn jetzt die Änderung dazwischen. Also welche Art von Extrakt man haben möchte, das ist eigentlich nach Anwendungsfall unterschiedlich. Und deswegen, ich kann jetzt auch nicht beantworten, welcher besser wäre, weil, wie gesagt, die einen brauchen so, die anderen brauchen so. Und eigentlich müsste sich da jeder dann selber das zurechtschnippeln, was er braucht. Aber wir brauchen überhaupt erstmal eine Möglichkeit, Extrakte zu machen. Ob da jetzt alles drin ist oder nicht, können wir hinterher drüber diskutieren. Aber überhaupt brauchen wir überhaupt mal eine Möglichkeit, diesen History-Dump irgendwie kleiner zu machen, handlicher zu machen, egal wie er dann ganz konkret aufgebaut ist. Das, denke ich, wäre der erste Schritt. Vielen Dank, Peter.